Pascal Meister Dilinke'den arkadaşımız konuşmasını yapacak. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist eine Schande, was wir zurzeit erleben müssen, was in Nordsyrien, was im Kanton Afrin passiert. Unter den Augen der Weltöffentlichkeit, unter den Augen der Großmächte USA, Russland, unter den Augen der europäischen Regierung, ja, unter den Augen der deutschen Regierung wird dort ein Angriffskrieg geführt seitens der türkischen Regierung. Und wir als Linke sagen, das ist ein Skandal und wir werden das nicht akzeptieren. Und ich sage euch, liebe Freundinnen und Freunde, es ist gut, dass ihr gestern Nacht auf der Straße wart. Es ist gut, dass ihr heute hier auf der Straße seid. Nicht nur in Berlin. Nicht nur in Berlin, sondern in der ganzen Deutschland. Denn wir müssen den Menschen, die jetzt in Afrin eingeschlossen werden von der türkischen und türkischen Militär, zeigen, dass es Menschen gibt, die an sie denken, die solidarisch mit ihnen sind, die sie nicht allein lassen und ihnen Mut machen in ihrem Kampf. Und ich sage euch, es ist ein besonders großer, trauriger Punkt unserer deutschen Geschichte, dass wir immer noch eine Regierung haben, die mit der türkischen Regierung, mit der Erdogan-Regierung paktiert, die akzeptiert, dass mit deutschen Waffen, mit deutschen Panzern, mit deutschen MGs dieser Krieg, dieser völkerrechtswidrige, dieser blutige, dieser unmenschliche Krieg geführt wird. Wir haben das als Linke im Bundestag schon wiederholt zum Thema gemacht. Wir haben die Regierung, damals noch die Regierung Merkel-Gabriel, eine CDU, CSU, SPD-Regierung gestellt und gesagt, das kann nicht sein, dass wir aus Deutschland diesen Krieg weiter unterstützen. Und ich würde mir wünschen, wenn wir in den nächsten Wochen weiterhin gemeinsam Demokratinnen und Demokraten aus den kurdischen Gebieten, Demokratinnen und Demokraten aus der Türkei, Demokratinnen und Demokraten aus Deutschland unterschiedlicher Parteien Druck machen auf unsere Bundesregierung hier, auf die neue Regierung, die wieder eine Regierung CDU, CSU und SPD ist, dass wir diese blutige Kumpanei mit dem Erdogan-Regime nicht akzeptieren, liebe Freunde und Freunde. Und ich weiß, dass viele Menschen hier in Deutschland, egal wo sie herkommen, ob sie hier geboren sind oder woanders geboren sind, genau hinschauen, was da passiert. Und sie haben ein unwohles Gefühl, dass unsere Regierung hier mit Erdogan und seinen Schergen paktiert. Weil sie wissen auch, dass in den letzten Monaten es die Volksverteidigungskräfte der JPG waren, die an vorderster Front und mit einem hohen Blutzoll Demokratie und Freiheit im Nahen Osten und in Syrien verteidigt haben. Und wir müssen in Deutschland verdammt nochmal dankbar sein, dass sie das in den letzten Monaten und Jahren getan haben. Wo stände denn der Islamische Staat, wenn nicht die Volksbefreiungskräfte, die kurdischen, gegen ihn gekämpft hätten? Mann für Mann, Frau für Frau. Und deswegen haben sie unsere Solidarität verdammt nochmal verdient, liebe Freunde und Freunde. Ich sage euch eins, die Auseinandersetzung ist noch nicht zu Ende, der Kampf um Afrin ist noch nicht zu Ende und auch wir müssen hier in Deutschland weiterhin aktiv bleiben. Ich weiß, viele von euch werden es tun, viele von euch waren in den letzten Wochen schon auf den Straßen. Wir werden weiterhin auf die Straße gehen. Wir als die Partei Die Linke stehen an der Seite der demokratischen Kräfte in den kurdischen Gebieten, in Syrien, im Irak, in der Türkei. Wir stehen an der Seite der Demokratinnen und Demokraten in der Türkei. Denn das alles, was dort abgeht, ist keine Frage nur zwischen Nationen. Es ist eine Frage, es geht um Freiheit, Frieden und Demokratie auf dieser Welt. Und da wissen wir Linke, wo wir stehen. Hoch
die internationale Solidarität! Rot!